Mann, wir hätten sie nicht gehen lassen sollen. Schnauze, bitte, das waren Zivilisten, keine Rebellen. Wenn du weiterquasselst, erledigt uns der Kommandant. Gesehen? Das war kein Rebellenhinterhalt. Der Kommandant hat den Veteran geschickt, um unser Team rauszuschalten. Das war Zufall. Sie sind einfach in die Schusslinie gekommen. Was? Zufall? Der Kommandant wollte uns abknallen, weil wir die Veteran gehen ließen. Oh Mann, jetzt zart mit dem Salat. Die werden uns garantiert fertig machen. Ruhe, niemand macht uns fertig. Jedenfalls haben wir heute. Du hast doch gehört, was mit Owen passiert ist, doch als... können wir. Und jetzt still. Also gut, wir haben keine Rebellen gefunden, also konnten wir sie auch nicht gehen lassen, klar? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, und herzlich willkommen zu meinem ersten Solo-Projekt, und zwar wird dieses sein Crusader No Remorse. Und ich würde doch sagen, bevor wir jetzt großartig Zeit verschwenden, fangen wir direkt mal an, und zwar mit dem Schwierigkeitsgrad Gelegenheitskämpfer. Und da haben wir direkt die erste Zwischensequenz mit dem guten General Maxus. Zuerst einmal herzlich willkommen im Widerstand, Captain. Ich bin sicher, Sie wissen, dass Sie die Zentrale für einen Spion hält. Aber ich verstehe Ihre Handlungsweise, weil ich mir die Aufzeichnungen Ihrer Einsatzbesprechungen anhörte. Ich habe die Zentrale dazu überredet, es doch einmal mit Ihnen zu versuchen. Nutzen Sie die Chance. Machen Sie denen Ihren Meinungswechsel plausibel. Ihre Aufgabe lautet, eine dieser neuen Konsortium-Raffinerien auszuschalten. Der Auftrag eilt. Sie treffen vor Ort einen Informanten, der für Sie einen Sicherheitsausweis hat, sodass Sie freien Zutritt zur Anlage haben. Ihr Hauptziel, Captain, ist natürlich der thermale Kuppler auf der vierten Ebene. Haben Sie die PEC postiert, übermittelt Ihnen einer unserer Extraktionsspezialisten die Koordinaten des nächsten Teleportpunktes, den wir kontrollieren. Alle weiteren Fragen kann Ihnen Ihr Datenschirm beantworten. Alles Gute. Maxis aus. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Und wie wir jetzt festgestellt haben, will der gute General Maxus, dass wir den thermalen Kuppler zerstören. Und das machen wir doch mit Lieben, weil diese Schweine von WC haben unsere Kameraden getötet. Sie schlafen gelegt, sozusagen permanent schlafen gelegt. Und deswegen können wir so direkt mal so ein klein bisschen rechnen dagegen. So. Wollen wir direkt mal sehen. Hinten müsste auch noch eine Kamera sein, die durch Lady Universe nicht sieht, weil sonst tun kurze Kanonen aktivieren nicht sehr gut, wenn man in der Wiese ist. Und dann tun wir hier. Also immer eines merken, tote Roboter geben kein Geld, hingegen toten Menschen schon. Tote Menschen ergeben Geld. Tote Roboter gleich kein Geld. Und wunderbar, jetzt bin ich entdeckt worden, weil ich zu nah dran gegangen bin. Als wurde direkt der Alarm direkt deaktiviert. Das ist auch sehr schön, nochmal ein bisschen was von toten Menschen an Geld nehmen. Und dann geht die Tiere richtig schön hinein in die dunkle Stube, die sozusagen die erste Tür. Dann hier wird jetzt die Tür aktiviert, hier auch. Und dann tun wir den Typen da direkt mal legen, weil der hat Lust schlafen zu gehen. Das habe ich gerne. Leute, die statt zu arbeiten lieber schlafen. Das fördert doch direkt die Wirtschaftslage. Leute, die lieber schlafen, anstatt ihre Arbeit zu machen. Und dann auch noch Ketchup aus ihrem Körper verlieren. Ja, super. Das sind mir Leute. Ich habe keine Lust, den Aufzug jetzt den Teleport zu benutzen, weil ich weiß nicht, wo der jetzt hinführt. Deswegen nehmen wir lieber den Code aus dem Computer, weil man weiß ja, jeder Mensch tut seine Codes grundsätzlich im Computer speichern. Deswegen
Und hier ist 7. Deswegen ist das hier natürlich auch so, das ist sehr realistisch dargestellt. Kamera deaktivieren, beziehungsweise erledigen, damit sie uns nicht verpetzt. Ich freue mich übrigens sehr, dass ihr hier hineinschaltet in meinen Solo-Let's Play, meinem ersten. Und mir praktisch dabei zuschaut, wie ich toten Menschen das Geld abnehme. Naja, wenn man das so sagen will, dann haben wir hier sozusagen das erste Rätsel, das auch eines der schwersten Rätsel ist. Natürlich nicht. Einfach nur das Ventil betätigen und schon ist darauf weg. Und ihr seid, ihr guten Menschen seid jetzt gleich tot, sobald das Ding hier erledigt ist. Auch tot, sehr schön. Drei tote Menschen mit dem Kontraboss. Kann man das wirklich sagen? Und da haben wir auch einen schönen Typen, der hat auch Lust schlafen, so wie noch dieser hier. Auch, sobald ich ihn erwische. Weil tote Menschen ja bekanntlich Geld ergeben, aber brennende Menschen nicht, werden wir hier bei diesem Typen leider kein Geld bekommen, weil der wird nämlich brennen. Wie ein Steak auf dem Grill ist abbrennt. Beziehungsweise warm brennt. Hier ist es ja nicht mehr. Feuer ziemlich schnell erloschen bei ihm. Er wird wahrscheinlich am Boden liegen, nehme ich mal einfach so mal an. Oder hat einfach noch keine Lust mehr gehabt, weil die Knochen schon zu sehen waren. Ist alles so. Ist alles eine Frage der Technik. Und jetzt sehen wir hier drüber, ja, hier sind wir nur über eine Mine getreten, weil ich keine wollte. Aber egal. Und jetzt, wenn wir die Kamera mal erledigen. Und uns hier den schönen Roboter klauen. Den, hier ist das so schön, Thermatron. Und den werden wir dann benutzen, um ein paar unserer Ex-Kameraden zu erledigen. Sieht so eine Pistole wie der hat, hätte ich auch gerne. Ah, noch rechtzeitig erwischt, bevor den Alarm deaktivieren konnte. Das ist schon mal sehr gut. Und dann haben wir hier alle Leute erledigt, alle Leute ein bisschen schlafen gelegt, besser gesagt, weil wir töten ja keine Leute. Weil Schüsse in den Kopf töten Leute und das machen wir ja nicht. Hier haben wir den Filmcode. 627. Das ist auch sehr schön. Dann kriegen wir direkt mal eine schöne Keycard, nehme ich direkt mal an. Um weiterzukommen, weil das Spiel will ja, dass wir weiterkommen. Wir wollen eine blaue Keycard. Und du und dich brauche ich auch nicht mehr. Danke für dein Dienen. Dich erledige. Und dann können wir uns direkt mal in der Heilungszentrale mal heilen, weil das brauchen wir jetzt, da wir ja eben mit den Minen drüber gelaufen sind. Ja. Und dann geht es direkt hier hinten weiter zum Schutzschild, das wir direkt mit der blauen Karte deaktivieren können. Nicht müssen, aber können. Guten Tag, du bist tot. Dann laufen wir diesmal nicht über die Minen drüber, weil das Minen plus Crusader Silencer gleich Aua. Und das ist nicht gerade gut, wenn er mehr Schmerzen hat. Weil er kriegt dann plötzlich mal diese komischen Wutanfälle. Und die enden teilweise für Leute wirklich tödlich. Genauso wie für den hier. Wutanfälle bekommen, nee Leute, ist nicht gut. Tut lieber keine Wutanfälle bekommen. Tut lieber Leute hier im virtuellen Spielen erledigen, anstatt sie wirklich Geld zu erledigen. Im virtuellen Spielen, ich will mal sehen. Oh, es gibt ja auch echte Spiele. Das sollten wir lieber nicht dranlaufen an den Ventilatoren, weil Ventilator plus Silencer gleich tot und Feuer plus Silencer gleich Aua, deswegen tun wir das deaktivieren. Und einen guten Tag und auf Wiedersehen, weil ich
Ich brauche dich nicht mehr. Die Kanone tun wir mal schon ignorieren. Dich tun wir auch ruhig. Dich tun wir mal schlafen legen. Und hier das Geld abnehmen, weil wir es können, wenn wir der Silencer sind, verdammt nochmal. Ja, mach mal die Tür zu, ist recht. Den Typen haben wir auch erledigt, das haben wir gehört. Und dann, ja, keinen Schritt weiter, dankeschön. Musste ich auch nicht, um dich zu erledigen. Einen Schritt weiter gehen. Und dann diesen schönen Typen hier noch. Und dann nehmen wir die Credits in die Gimme. Die nehmen wir. Hallo! Von diesen, hey, fühle ich mich beleidigt, deswegen erledige dich. Dankeschön. Ja, noch jemand, der sterben wollte. Wie nett. Aber die Kiste nehmen wir uns mit. Beziehungsweise die Keycard, die wir eben am Tisch hatten, haben wir uns mitgenommen. Und dann gehen wir direkt mal hier vorne hin, benutzen auch diese Keycard direkt. Gehen rein und erledigen die Kamera, bevor sie uns sieht. Und gehen auch hier in den versteckten Raum rein. Weil wir es können. Weil wir Lust dazu haben. Weil wir hungrig sind. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob der Silencer Hunger hat. Oder ob er halt von unserem Opfer da ist. Oh, guten Tag. Und auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie uns besucht haben. Beziehungsweise schön, dass ich euch besuchen konnte und euch tot machen konnte. Dann müsste hier hinten müssen noch so ein Tresor sein. Jawohl, der ist auch hier. Dann nehmen wir uns mal ein paar Sachen mit, die wir gebrauchen können. Aber solche Sachen können wir immer gut gebrauchen. Ach, da bist du. Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch einen guten Tag. 176 haben wir hier als Code. Den merken wir uns, bevor wir den toten Menschen noch beklauen. 176 und hinein in gute Stube. Du bist tot, du bist tot, du bist tot und auch du bist tot. Sehr schön. Hallo Kanone. Tschüss Kanone. Ja, einen Wissenschaftler haben wir aufgeregt damit erledigt. Das ist ja sehr praktisch, weil Wissenschaftler gleich böse und Fässer gleich nicht gerade wohltuend für die Haut. Deswegen direkt auch mal. Deswegen tun wir auch hier den Typen direkt erledigen. Das ist schon so lustig, wenn die durch das Gas praktisch am Umkippen sind. Das sollte übrigens keine Anspieler und irgendwelche Rassen sein von früher. Ich habe keineswegs vor, irgendwelchen Rassenhass irgendwie noch wieder hervorzurufen. Weil Rassenhass ist nicht gut. Rassenhass supporte ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Supporte YouTube-Kanäle, aber keine Rass-Granaschen oder wie sie so schon heißen. Jetzt sind wir hier, wo wieder die schöne Säure ist. Ja, Hilfe, ja. Das ist sehr klug, sowas zu machen. Wenn ein Typ ein... Boah. Jetzt werden wir doch tatsächlich bei einer Runde gefallen. Da glaube ich, sollte ich doch, bevor ich hier großartig irgendwo runterfalle, sollte ich da lieber abspeichern. Das werde ich auch direkt mal tun. Und werde das Spiel speichern als Let's Play Nummer 1. Weil es immer sicher hierbei zu speichern, weil man weiß nie, was für komische Glitch-Fehler hier auftauchen und man dadurch stirbt. Weil Glitches tun sehr gerne in Crusader erscheinen. Und dann ist